Ich sehe uns auf dem Bildschirm. Das heißt erstmal danke Tim und an den Rest. Spannender Dialog. Ich hoffe, es geht spannend weiter. Zwei spannende Gäste da. Wir wollen das Thema Azure Virtual Desktop meets Eagle beleuchten. Hochspannende Co-Produktion, könnte man quasi sagen. Das Ganze anhand von einem Kundenbeispiel, der Moguntia Food Group. Aber zunächst möchte ich erstmal meine Gäste vorstellen, und zwar den Raphael. Ich weiß, ich möchte es vielleicht einmal selber übernehmen. Ein paar Worte. Mein Name ist Raphael Kappen, bin von der Firma Eagle und der Channel Pre-Sales für unsere Partner für das technischen Bereich zuständig. Wunderbar. Kurz und knapp. Sven. Ja, Sven Wiegming, bin von der PCO als Consultant schon seit 12 Jahren tätig im Bereich Citrix AVD Netscaler und berate da die Kunden und implementiere da unsere Lösung. Wunderbar. In der Agenda stehen eigentlich noch zwei andere Köpfe. Eigentlich sollte der Herr Max Grevemeier, der IT-Leiter von der Moguntia, dabei sein und ebenfalls der Daniel Stoll, der von der PCO als Sales-Verantwortlicher das Projekt mit initiiert hat und mit begleitet hat. Ja, wie es in den Zeiten aktuell leider so üblich ist, gibt es immer mal wieder krankheitsbedingt Verschiebungen. Ja, ich habe deshalb erst vor gut 12 Stunden erfahren, dass ich diesen Vortrag halten darf oder mit begleiten darf. Dementsprechend, wenn es den einen oder anderen Holpler gibt, bitte ich um Verzeihung. Aber wer ist überhaupt die Moguntia Food Group? Ein Unternehmen aus dem Bereich Food und Lebensmittel, verarbeitet Gewürze, macht Gewürzmischung hauptsächlich in dem Industriebereich. Das heißt, am Ende kommt das dann in irgendwelche anderen Produkte mit rein oder es sind irgendwelche Fleischmischungen und so weiter. Soll uns aber nicht weiter tangieren. Insgesamt hat die Moguntia Food Gruppe 700 Mitarbeiter an verschiedenen Standorten, auch in verschiedenen Ländern. Und wie viele Unternehmen standen die vor der Herausforderung, wie bekomme ich meine Mitarbeiter verlässlich ins Homeoffice. Nicht nur verlässlich, sondern auch sicher und das Ganze natürlich auch performant. Das ganze Thema M365, also Microsoft, stand hierbei relativ groß im Vordergrund. Genauere technische Details mag uns vielleicht mal der Sven geben. Was für einen Stand hatte die Moguntia? Wo kamen sie genau her? Und was waren so ein bisschen die Herausforderungen, die zum damaligen Stand die Moguntia Food Gruppe hatte? Ja, zunächst einmal, die Moguntia hat mehrere Standorte in Europa, unter anderem in Österreich, Deutschland, Dänemark, England, in Tschechien und das Hauptdatacenter war in der Schweiz. Sind relativ gut angebunden, nutzen auch eine SD-WAN-Lösung, sind redundant ausgelegt. Jeder Standort ist ungefähr mit 100 Mbit angebunden, Hauptdatacenter mit 1 Gigabit, also von der Infrastruktur sehr gut aufgestellt. Alles sternförmig, alle Sites landen sternförmig quasi ins Datacenter in der Schweiz. Dort wird auch wurde die Thermal-Server-Farm, die alte Thermal-Server-Farm gehostet. Und im Zuge der Pandemie stellten sich dann natürlich neue Herausforderungen heraus, weil viele halt im Homeoffice vom Homeoffice aus arbeiten mussten. Der Kunde hat dann im ersten Zug Office 365 mit uns etabliert, hat dann Teams auch dann natürlich mit eingeführt, um halt dann auch Meetings darüber abzuhalten. Und da wurde dann sehr schnell klar, dass die derzeitige Farm quasi damit ausgelastet war, was auch Videokonferenzen betraf über Teams und die auch nicht so dynamisch war, dass sie halt so viele Server dann bereitstellen konnten, so schnell, dass man dann halt dynamisch agieren konnte. Und da stellt sich ganz klar heraus, dass man einen anderen Weg gehen musste. Man hat dann im Zuge natürlich dann auch Eagle eingeführt, um, schnell zu reagieren zu können, um Home-Arbeitsplätze, Mitarbeiter schnell mit Eagle-Thin-Clients auszustatten, um diese Dynamik auch herzuwehren. Wunderbar. Irgendwann ist dann wahrscheinlich das Stichwort Azure Virtual Desktop mal gefallen. Ich hoffe, inzwischen kennen alle, die in der IT unterwegs sind, zumindest so einigermaßen das Produkt oder die Lösung. Magst du uns die vielleicht mal in zwei Sätzen kurz skizzieren? Azure Virtual Desktop ist eine VDI-Lösung aus der Azure Cloud. Ich kann sie halt auch nur aus der Azure Cloud beziehen, ist sehr dynamisch, sehr schnell aufzubauen. Ich kann sehr schnell agieren, wenn sich Herausforderungen stellen, kann ich mehr Desktops bereitstellen, kann das den User schnell bereitstellen. Wunderbar.
Wir haben gerade schon den Begriff Igel, Raphael, quasi dein Stichwort. Hattest du, als du das gehört hast, so ein bisschen Bammel, dass Igel insgesamt auf dem Prüfstand steht, wenn es hin zu Azure Virtual Desktop oder hin in die Azure Cloud geht? Bammel auf keinen Fall. Klar, Veränderungen kommen immer, aber vielleicht sollte ich hier ein bisschen weiter ausholen aus dem Ganzen, ja, um die Frage ein bisschen leichter zu beantworten zu können. Wir sind ja ein deutsches Unternehmen, sind ja Ende der 80er Jahre gegründet oder seitdem bauen wir Synclines. Was haben wir gebaut? Wir haben Hardware-Synclines gebaut mit einer Software drauf und einer dazugehörigen Management-Konsole. 2011 kam dann die erste Trennung eigentlich davon, sprich, wir haben auch die erste Software-Only-Lösung rausgebracht. Ja? Warum haben wir das gemacht? Weil wir einfach einen gewissen Trend gesehen haben. Was heißt das? Es geht in die Mobilisierung. Mobile Devices, Notebooks, es wird immer mehr. Vielleicht werden die Desktops weniger, die Synclines weniger. Einer der Gründe, wo wir gesehen haben, okay, wir arbeiten schon vorab daran. Cloud, auch das Thema, eben die ganzen virtuellen Desktops im Azure, in Amazon und. Auch das haben wir schon sehr, sehr lange eigentlich im Programm bei drin. Und das heißt für mich eigentlich, dass wir ein bisschen näher weiter in die Zukunft schauen und nicht nur bis zum Tellerrand und nicht weiter. Das heißt, wir schauen, dass unser Produkt zukunftsorientiert ist. Und daher muss ich ehrlich gestehen, war das kein wirkliches Nervositätsthema bei mir, sondern wir haben es einfach so genommen, wie es kommt. Ja. Wunderbar. Zukunft war dann auch das Stichwort bei der Moguntia Food Group. Die Idee, AVD, also Azure Virtual Desktop, näher zu beleuchten, war dann relativ klar und die Idee war geboren. Sven, magst du uns nochmal die Schritte mitnehmen, die Roadmap aufzeigen, die Moguntia gegangen ist hin zur AVD? Ja, ich muss jetzt mal Mikrofon, ich hoffe, man hört mich jetzt. es war sehr schnell klar, dass Moguntia halt den Weg in die Cloud gehen wollte. Sie sind sehr cloud-affin, sind dem Thema sehr offen. Das AVD-Thema kam da sehr schnell hoch und wir haben uns zusammengesetzt und haben Kickoff zu einem Proof of Concept gemacht und haben dann das Thema durchgespielt, was ist der Moguntia wichtig von dieser neuen Lösung, was müssen wir machen, um diesen POC schnell voranzutreiben und müssten dann später im Review gehen, ob dieser POC dann auch erfolgreich ist. Und den haben wir dann durchgeführt. Dem Kunden war halt wichtig, erstmal zu wissen, wie fühlt sich AVD an, wie fühlt sich das mit der Azure Cloud an, wie schnell oder performant ist die Lösung, auch im Zuge von Teams, optimiert, nicht optimiert, im Zusammenspiel mit Eagle. Und da gab es noch Herausforderungen, also der Kunde, wenn er in die Cloud geht, möchte er auch dann im Zuge nach der Migration zu AVD auch weitere Services in die Cloud migrieren, aber im ersten Zuge erst die mit AVD testen und dann musste man halt nochmal schauen, es sind ja noch Files im Data Center, Services im Data Center, wie performant ist es aus der Azure Cloud heraus? Und das wollte der Kunde halt testen. Und wir haben dann diesen POC aufgebaut, haben die Anforderungen aufgenommen und wir haben, also der Kunde hatte schon eine Azure-Umgebung fürs Veeam-Backup und hat dann quasi seine Backups schon in Azure abgelegt. Und wir haben halt diese Umgebung genutzt und haben dort die AVD-Umgebung aufgebaut. Und das war innerhalb von 3-4 Stunden haben wir diesen POC aufgebaut. Und der Kunde hat dann 2 Monate getestet. Und aus diesem Test heraus haben wir uns dann nochmal zusammengesetzt, haben dann ein Review gemacht. Und aufgrund des Reviews und die Erfahrungen, die der Kunde gemacht hat, haben wir das Ganze konzeptioniert und haben das dann aufgebaut in der Azure Cloud. Klingt überzeugend und schlüssig. Wenn du sagst, fast ein bisschen zu einfach. Ich weiß aus den Unterlagen, die auch Herr Grevemeyer als IT-Leiter von Moguntia bestätigt hat, dass es nicht nur funktionell sehr reizvoll war, zwecks der Sicherheit und Skalierbarkeit, sondern auch kostentechnisch höchst spannend war als Projekt. Es geht natürlich im Business-Umfeld immer um Return of Investment, Payback und so weiter, ist mein Kapital gebunden. Themen, die manchmal im Mittelstand, was jetzt Kapitalbindung angeht, vielleicht etwas nachgelagerter sind, in dieser Konstellation aber dem Kunden sehr wichtig war. Besonders spannend ist es halt, wenn man einfach mal auf die Kosten wirklich
im Detail schaut. Moguntia hatte ja schon die angesprochene M365-Strategie, dementsprechend schon einige Lizenzen und da waren auch die AVD-Lizenzen schon inkludiert. Das heißt, lizenztechnisch war man da schon mal sauber. Was dann bleibt, sind mehr oder weniger die Hosting-Kosten oder die Consumption von Azure. Und diese ist natürlich abhängig von den Maschinen, von den Ressourcen, die ich hier verbrauche. Ich habe tatsächlich gestern mal live reingesehen in unsere Azure-Kostenmonitore. Wir liegen ungefähr im Durchschnitt bei 7 bis 8 Euro pro User, was ein wirklich sehr guter Wert ist, weil es auch eine sehr leistungsfähige ist. Also wir haben, weiß Gott, nicht da, ich sag mal, geknapst an den Ressourcen. Die 7, 8 Euro muss man einfach mal ins Verhältnis setzen. Wenn ich das mit einer Terminal-Fahrt mache, wo ich auf jeden Fall schon meine RDS-Call brauche, die inzwischen ja auch bei 6, 7 Euro liegt und da habe ich noch gar nichts. Da habe ich natürlich noch keinen Server oder sonst was von bezahlt, sondern ich habe nur das reine Recht, darauf zuzugreifen. Wenn man das dann mal auf die Jahre sieht, hat der Kunde sich errechnet, beziehungsweise diesen Business Case haben wir zusammen mit ihm errechnet, dass er nach 3 Jahren sein Investment wieder drin haben wird. Und nach dem 5. Jahr, wo es ausbleiben wird, dass er sich hierfür Server und Hardware kauft, wird er jährlich roundabout 35% einsparen. Dann sagt der Erste oder denkt sich vielleicht, ja, es wird ja aber auch Kostensteigerung geben im Azure wegen Energie und so weiter. Ja, aber das wird ja serverseitig genauso sein. Also ein Server, der heute die Summe X kostet, war vor 10 Jahren wahrscheinlich günstiger und wird in 10 Jahren wahrscheinlich dementsprechend teurer sein. Das ist ein Stück weit der Lauf der Dinge. Besonders herausgestellt hat Herr Grevemeyer noch, dass das nicht gebundene Kapital, was ja doch ein relativ großer Betrag ist, nun frei ist für andere Projekte, wo vielleicht ein Pay-as-you-grow nicht in dem Maße möglich ist. Raphael, Eagle und die UMS, kannst du uns da ein bisschen Einblicke geben, wie die harmonieren? Ich nehme jetzt einfach mal die Kombination UMS, genau, so. Eagle, AVD, diese Kombination. UMS, für die vielleicht, die es noch nicht wissen, ist unsere Management-Konsole oder unser Management, um die Clients einfach zu verwalten. Was ist so ein bisschen die Herausforderung, wenn man ein Management hat? Normalerweise ist es immer netzwerkbasierend. Also im Firmennetzwerk kann man alle Clients verwalten. Jetzt haben wir AVD-Lösungen, das heißt, viele Leute sind weit verbreitet im Homeoffice, wo auch immer. Und auch die Clients gehören natürlich verwaltet. Jetzt in den letzten 2 Jahren war es halt jetzt nicht, wo man sagt, okay, einmal in der Woche kommt der Kollege ins Büro, holt sich seine Updates von der Management-Konsole. Sondern da waren 2, 3, 4 Monate ins Haus gegangen, bis er vielleicht mal wieder ins Büro gekommen ist. Aus dem Grund haben wir auch seit geraumer Zeit, ja, vor der Vorgängerversion schon ein Gateway erstellt, damit wir auch alle Clients, die sich außerhalb des Firmennetzwerks befinden, eben verwalten können. Die Clients selber kommen ja ins AVD, aber wenn sie irgendein Update benötigen, Profil-Updates, Einstellungen, Firmware, dann müssen ja die von der Management-Konsole erreichbar sein. Und da aus dem Grund haben wir ein Gateway erstellt, das die Clients auch immer aus dem Feld erreichen kann. Und das ist genau diese Kombination AVD, UMS mit dem Cloud Gateway, dass man, egal wo man ist, die Clients auch als Administrator immer erreichen kann. Das ist der große Vorteil. Klingt sehr gut. Der Kunde schreibt in einem Feedback, die Kombination aus AVD und Eagle Endpoints bietet uns ein Maximum an Performance Security und Flexibilität. Security als Stichwort. Da denkt man natürlich immer erstmal an die Azure und wir könnten jetzt einen riesen Dialog aufmachen, wie sicher die Azure Cloud ist. Aber was ist noch genau das Bonbon, was Eagle damit reingeben kann, um das quasi noch zu veredeln? Wir haben als Eagle so einen Slogan, Simple, Smart, Secure. Secure ist auch für eine Eagle ein wesentlicher Teil. Viele denken sich immer, es ist ja nur ein Endpoint, da werden keine Daten drauf gespeichert, ich verbinde mich ja eh nur auf meinen AVD-Client. Ja, aber eins darf man nicht vergessen, das ist der Punkt, um in die Firma reinzukommen. Das heißt, wenn dieser Endpoint nicht gesichert ist, dann kann auch jeder in meine Firma mich verbinden. Ja? Daher ein paar Varianten oder ein paar Themen, warum unser Betriebssystem so secure ist. Das erste ist, es ist aufgebaut auf Linux. Sagt man, was ist jetzt daran so sicher? Naja, wenn wir jetzt im Verhältnis sehen, wie viele Microsoft-Produkte sind am Markt draußen, wie viele Linux-Produkte im Betriebssystemumfeld, wo werden die bösen Menschen denn die Angriffe setzen? Da, wo sie viel Potenzial haben oder wo sie weniger haben?
Das ist sogar ein natürlicher Security-Feature. Ja. Wir haben ein Read-Only-System. Das heißt, sollte doch einer mal versuchen, seine Schadsoftware auf unser Gerät zu bekommen, beim nächsten Reboot ist die Software wieder weg. Sagen wir, jetzt haben wir einen sehr guten, der schafft, das doch noch durchzuführen, dann haben wir so einen Checksum-Error. Das heißt, wir kontrollieren auch, ist das dieselbe Größe, wie es sein sollte. Wenn es das nicht ist, danke, das war's, der Client startet nicht mehr. Da gibt es viele, unsere Sachen sind partitioniert, wir haben Verschlüsselungen, bei uns werden sogar die Hintergrundbilder verschlüsselt. Kommt aus einem Kunden Anforderung gewesen, der gesagt hat, ja, aber was ist, wenn mir jetzt mein Notebook geklaut wird? Dann steht da ja der Kundenname vielleicht am Hintergrundbild. Seitdem haben wir auch diese Bereiche verschlüsselt. Das heißt, unsere Verschlüsselung, also unsere Sicherheit geht wirklich vom Einschaltknopf bis hin in die, ins Azure, in AVD, wo auch immer man sich verbinden möchte. Ja. Und dann gibt es noch einen zweiten Sicherheitsakt, der geht ein bisschen weg von der Security-Schiene, sondern ich möchte ganz gerne ein Beispiel von mir selber nehmen. Ja. Jetzt bin ich doch einige Wochen auch unterwegs, nicht zu Hause, habe das typische Notebook wie jeder andere auch. Nur wenn ich jetzt unterwegs bin, was mache ich denn eigentlich, wenn mein Notebook defekt wird? Ich kann ja nicht sagen, okay, original, ich wohne in der Nähe von Wien, ich kann jetzt nicht mal kurz 1000 Kilometer zurückfahren, um mir ein neues Notebook zu holen. Und da habe ich immer ein kleines Backup dabei. Und das ist für mich ein Sicherheitsfaktor. Ich meine, der UD Pocket, der kleinste Sync-Client der Welt, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Vielleicht, Sven, hältst du mir die mal ganz kurz in die Kamera. Auf diesem Stick ist nichts anderes als unser Betriebssystem mit der direkten Verbindung in meinen AVD-Account. Sprich, mir ist eigentlich egal, welche Hardware jetzt irgendwo ist. Eine Hardware kriege ich vielleicht, die letzten zwei Jahre war schwieriger, aber jetzt relativ schnell wieder. Und sei es nur, wenn ich zum Partner gehe und mir ein Notebook ausborge. Weil im Endeffekt nehme ich jetzt meinen Stick, boote von dem Stick und ich habe alle meine Einstellungen und alle meine Dokumente, die ich ja sowieso in meinem AVD habe. Und das ist für mich sehr wohl ein Sicherheitsmerkmal, weil ich schlafe dadurch deutlich besser. Kleiner Exkurs, trotzdem sehr spannend. Sven, wenn man mal wirklich vergleicht, diese doch sehr moderne Lösung, Eagle meets Azure bzw. AVD, in der Cloud, im Vergleich an Mittelständler, der noch komplett on-prem ist, vielleicht gar nicht mehr so viele Standorte hat, kann der überhaupt auf dieses Sicherheitsniveau ansatzweise kommen? Ich denke, das kann er schon, aber mit mehr Aufwand. Also ich bin, wenn ich Services in Azure bereitstelle, sehr schnell agieren, um zusätzliche Lösungen zu integrieren. Ich glaube, das ist in einer On-Prem-Lösung nicht so schnell machbar. Ich muss Hardware beschaffen vielleicht, ich muss halt implementieren mit mehr Aufwand und das kann ich in Azure sehr schnell tun. Wunderbar. Dazu kommt, so denke ich es mir zumindest mal, die Weiterentwicklung findet ja in der Regel, jetzt so von Microsoft geprägt, eher in der neuen Welt statt als in der alten. Ja, ich will nicht sagen, dass RDS abgekündigt ist, aber es ist endlich. Das muss man ganz klar sehen. Die reine Administration, du hast es gerade schon so ein bisschen angerissen, wie verhält sich das im Vergleich zu klassischen Terminal-Servern? Also unterscheidet sich das massiv? Wie muss ich mir das einfach als Admin, der jetzt eine lauffähige Umgebung von dir übergeben bekommen hat, wie muss ich mir das vorstellen? Es gibt kostenlose Tools, wo ich sehr leicht mir so einen Überblick über die Azure-Umgebung, über die AVD-Umgebung geben lassen kann. Ich habe in der Regel habe ich Templates von virtuellen Maschinen, die ich versionieren kann und kann sie sehr leicht, wenn ich sie brauche, deployen und halt in meinem AVD-Pool bereitstellen. Das kann ich während der Laufzeit machen, das dauert ein paar Minuten, dann habe ich X-Server bereitgestellt, kann sehr schnell User hinzufügen. Es gibt das Thema Autoscale, auch um Kosten zu sparen. Wenn ich Maschinen nicht brauche, werden sie automatisch runtergefahren. Das kann ich sehr leicht übersichtlich konfigurieren. Es gibt natürlich auch Zusatztools, wo ich noch weiter Kosten einsparen kann, Nerdio oder Projekt Hydra, wo ich, wenn ich große AVD-Umgebungen habe, automatisiert Maschinen runterfahren kann, die löschen kann und morgens, wenn der erste User sich anmeldet, steht die erste Maschine bereit und die werden on the fly erstellt. Dann kann ich auch nochmal weiter Kosten einsparen. Das ist für den Administrator eine sehr smarte Lösung. Okay. Mal angenommen,
ich wäre jetzt auf Kundenseite und mir ist das alles, ich sag mal, zu anspruchsvoll, zu viel Neuland und mir fehlen per se eh die Ressourcen, IT-Personal zu finden, mit der richtigen Erfahrung, in der richtigen Güte, dann am besten noch am richtigen Ort, inzwischen ja fast wie die Nadel im Heuhaufen. Welche Möglichkeiten kann ich dann noch von der PCO erwarten, dass ich hierbei Unterstützung bekomme? Ja, wir sind CSP-Partner. Wir können sehr schnell eine Azure-Umgebung bereitstellen für den Kunden. Wir können den Kunden natürlich dann da auch unterstützen. Machen wir auch für Kunden natürlich. Wir haben Kunden, die Azure-only sind. Die haben keinen On-Prem-Data-Center mehr. Die laufen bei uns in der CSP-Umgebung und wir unterstützen da in allen Belangen. Wunderbar. Du hattest es vorhin auch schon kurz angerissen. Der Anfang an Azure ist gemacht, beziehungsweise war eigentlich schon über das Backup gemacht. Was glaubst du, sind nach diesem erfolgreichen Projekt die nächsten Steps, die man so einfach mal gedanklich skizzieren kann? Das muss jetzt nicht per se Moguntia sein, aber nachdem man ja erstmal diesen großen Step gemacht hat, was glaubst du, sind so für den Durchschnittskunden so die nächsten interessanten Punkte? Also für Moguntia wäre jetzt zum Beispiel ein Punkt, Conditional Access nochmal weiterzuführen. Also wenn ein User sich anmeldet, was für Voraussetzungen muss er haben, um quasi auf die AVD-Umgebung zuzugreifen. Zum Beispiel auch das Thema MFA, also Multifaktor-Authentifizierung. Standardmäßig, wenn ich eine Multifaktor-Authentifizierung bereitstelle, kann er von zu Hause aus diese MFA aktivieren. Ne? Und ich kann das halt auch so weit einschränken, dass das nur aus dem Trusted Network machen darf, also innerhalb des Moguntia-Netz, so ein bisschen Sicherheit reinzubringen. Es gibt das Thema, da sind wir jetzt auch mit Device Trust quasi im Dialog, machen auch Projekte. Sehr interessantes Thema. Ich bekomme bei Kunden, wenn ich Terminal Server Projekte mache, viel Anfragen. Wir haben 500 Office-Lizenzen, aber 1000 User. Jedes Device braucht halt eine Lizenz, um auf die Terminal Server Farm zu greifen. Ich müsste theoretisch 1000 Lizenzen bereitstellen. Wie kann ich das bereitstellen? Und da gibt es natürlich Lösungen für, um das zu managen, aber die meisten sind teuer halt. Und die meisten Kunden gehen halt den Weg und sagen, okay, dann müssen wir halt zwei Images pflegen, eins ohne Office, eins mit Office. Und wenn ich das Thema Device Trust mit reinnehme, da kann ich halt sagen, okay, wenn der User von diesem Device kommt, das ist lizenziert oder dieser User, dann wird die Applikation, die ist dann halt für jeden auf dem Terminal Server zwar installiert, aber es dürfen nur die User dieser Applikation sehen, also Office, die auch lizenziert sind. Und das kann man auch weiterspielen. Eagle ist da auch hat den Agenten integriert von Device Trust. Ich kann halt natürlich auch sagen, okay, wenn der User aus irgendeiner Lokation kommt, die jetzt nicht innerhalb meines Netzwerkes ist, darf er USB durchgereicht bekommen. Klar, das kann ich auch mit anderen Richtlinien machen, aber ich kann es dynamisch machen. Halt, wenn er sich irgendwo bewegt mit seinem Laptop und ist in einem anderen Land, dann darf er halt weniger, er darf seine lokalen Laufwerke nicht sehen, er darf kein Clipboard machen. Hat er vielleicht seinen Virenscanner ausgeschaltet, dann wird sofort quasi die Session disconnected oder er bekommt eine Warnmeldung, hey, du musst deinen Virenscanner aktivieren oder aktualisieren, bevor du wieder hier auf meine Session darfst. Und das alles dynamisch, in Real-Time. Ist eine Azure-Integration auch mit vorhanden. Ich kann natürlich Conditions aufgrund von Merkmalen, die ich definiere im Device Trust, das an Conditional Access weitergeben und Conditional Access kann dann entscheiden, was der User darf oder nicht, je nachdem, wie ich es konfiguriert habe. Klingt, und das meine ich jetzt nicht so negativ, wie es vielleicht klingt, nach einer Never-Ending-Story rund um M365, meine ich aber eher positiv. Microsoft hat viel vor, damit sind sie, glaube ich, nicht alleine auf dem Markt. Was hat Eagle vielleicht mal losgelöst, wirklich von AVD und dem Kunden Moguntia, für die Zukunft, mittelfristig, kurzfristig, langfristig so vor? Ja, wir bringen ein neues Betriebssystem, eine neue Version heraus. Ja. Ich glaube, sie soll dieses Jahr auf jeden Fall noch kommen. Also ich schätze mal zweites Halbjahr, dass es wirklich mal die ersten Versionen geben wird. Was versprechen wir uns davon? Deutlich modularer noch aufbauen, flexibler, zukunftsträchtiger. Natürlich bleibt unser aktuelles, das V11, weiterhin bestehen. Aber das wird einfach die Zukunft sein. Ja. Das heißt, ein paar Bereiche sehen wir, werden einen App-Store in diese Richtung kommen. Das heißt, man wird entscheiden selber können, der Administrator, welche Software soll drauf.
Welche Funktionalitäten sollen abgedatet werden, welche nicht? Das wird alles so in der neuen Version angedacht sein, dass wir einfach auch mit der Zeit gehen. Das zum Thema, das wir ganz am Anfang hatten, auch die Eagle schaut, dass wir einfach mit der Zeit gehen. Ja, Stillstand ist, glaube ich, automatisch ein Rückschritt. Das heißt, wir müssen genauso mitfahren, wie alle anderen Hersteller auch. Wunderbar. Jetzt haben wir viel das Thema auf einer Seite irgendwie Cloud und dann nochmal Hardware. Und jetzt denke ich als, ja, mal angenommen, ich nehme die Kundenbrille auf, Cloud, Datenschutz, meine Bandbreite in Deutschland immer noch ein Thema, leider. Was würdet ihr mir dann im ersten Moment erwidern? Weil meine Erfahrung ist, dass teilweise Projekte schon gar nicht wirklich weiter gedacht werden, weil dieses Monstrum Datenschutz irgendwo dann schon im Raum steht. Also ich habe bis jetzt, wenn ich mit Kunden ein Azure-Projekt gemacht habe, nie einen Showstopper gehabt, auch was Bandbreite angeht. Datenschutztechnisch kann ich jetzt nicht viel zu mitgeben, da haben wir eigene Leute für, aber das war auch nie ein Showstopper. Wir haben auch einige Kommunen, die in der Cloud sind mittlerweile aufgrund der Pandemie, und das Thema wird immer mehr an der Stelle. Also man kann sich diesem Cloud-Thema nicht, ich sag mal, verstecken. Man muss sich da zukünftig mit beschäftigen. Da geht zukünftig auch die Reise hin. Und man sieht es halt auch, ich sag mal, die Pandemie hat ihr Übriges getan. Also da hat sich in den letzten 2 Jahren viel getan. Also eher ein nicht ob, sondern wann. Genau. Bandbreite, ich sag mal, die Virtualisierungsanbieter, die schauen schon sehr, dass auch das Thema Bandbreite ist für sie natürlich ein ganz wesentliches. Ich würde ganz gerne hier vielleicht mal ein Beispiel nennen. Also ich bin Segler, bin am Meer unterwegs und ich habe es einmal versucht mit dem Notebook normal. Die Server, die stehen ja trotzdem bei uns im Rechenzentrum und nicht bei mir am Notebook. Und die Verbindung zu den Servern war deutlich schlechter, direkt auf die Server zu gehen, als wenn ich über Citrix als Beispiel oder Azure drüber gehe, weil da die Bandbreite einfach viel besser verarbeitet wird. Gut, ich glaube, das sollten alle Kunden nochmal in gewisser Art und Weise verarbeiten und ja, vielleicht mal weitertragen, diese Idee. Eigentlich hätte ich diese Frage gerne dem IT-Leiter gestellt, jedoch ja, krankheitsbedingt nicht da. Sven, kennst du die aktuelle Verfügbarkeit der Umgebung von Moguntia? Ja, sie setzen das jetzt seit mehreren Monaten ein, haben, soweit ich das jetzt mit beobachten konnte, auch alles, also AVD-technisch und einige andere Server auch in die AVD, in die Azure-Umgebung integriert, und Ausfall war da bis jetzt nicht zu verzeichnen. Exakt, das ist das, was wir auch vom Kunden gehört haben, 100%. Und das jetzt seit mehreren Monaten. Glaubst du, dass das mit einer, ja, der klassischen Umgebung nur ansatzweise so hätte funktionieren können? Sehr viel Kosten verbunden, wahrscheinlich. Nicht nachts um 3. 100% sehr schwierig. Es gibt natürlich Lösungen, wo man da nahe hinkommt, aber mit sehr viel Kosten. Finde ich es auf jeden Fall sehr bemerkenswert, weil wir uns ja auch immer noch in einem Feld bewegen, was jetzt nicht komplett oder ja, einfach ein fließendes Thema ist. Also ein Projekt ist ja nicht starr, dass wir eine Leistungsaufnahme machen und dass das dann am Ende ja, exakt so erfolgt, wie es vor ein paar Wochen aufgenommen wurde, sondern es ist nun mal ein agiles Projekt. Also finde ich wirklich bemerkenswert. Sven, hast du denn für dich, der das Projekt ja wirklich begleitet hat, so ein paar Lessons learned, die du vielleicht vor dem Projekt noch nicht hattest? Ja, wir haben das Thema Automatisierung so ein bisschen daran, fortgeführt bei dem Kunden. Also wir haben Skripte geschrieben, ich sag mal, hingegangen. Wir haben Ressourcengruppen automatisiert, Netze automatisiert definiert. Wir haben die Images automatisiert bereitgestellt. Wir haben, um die File-Server später abzulösen, auch die Home-Laufwerke für die User in den Storage, Azure Storage quasi automatisiert bereitgestellt, auch mit Berechtigungen im AD integriert, also ist mittlerweile auch AD integrated, und das haben wir alles geskriptet, und da haben wir natürlich einen zeitlichen enormen Vorteil in dem Bereich auch. Also ich muss nur ein paar Parameter setzen und dann kann ich quasi neue Umgebung bereitstellen oder hinzufügen. Klingt sehr erfolgreich und durchdacht.
Mit meinem Fragenset bin ich schon fast am Ende. Gibt es doch irgendwas, was ihr mir mitgeben wollt? Oder haben wir soweit alles abgedeckt, was rund um Moguntia, Eagle, Azure die Leute hören sollten? Fragen sind keine von der, von den Zuschauern. Wenn ihr sonst erstmal nichts habt, ja, sage ich natürlich, dass irgendwo schade, dass Max Grevemeyer nicht dabei war. Er hätte das natürlich uns noch ein bisschen plastischer erläutern können. Die gesamte Success-Story findet ihr auf der PCO-Online-Seite. Da kann man die nochmal in Gänze nachlegen. Es soll auch noch demnächst ein Video dazu entstehen. Da kann man sich das dann nochmal im Detail ansehen. Und wer dann Appetit bekommen hat, kann gerne auf uns zukommen. Das, was der Sven so ein bisschen angeteased hat, ist inzwischen ein standardisierter Baustein, der wirklich bei Microsoft im Marketplace ist. Das heißt, wenn man mit ähnlichen Herausforderungen aktuell dabei ist, können wir sehr schnell darauf antworten. Ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber gefühlt in 30 Tagen online und lauffähig und ja, mehr oder weniger schon eine fertige Umgebung stehen haben. Also nicht nur irgendein POC, sondern eine wirklich vollwertige Umgebung haben. Das Ganze ist dann wirklich als Pauschalpreis möglich, so wie es auch die Moguntia bekommen hat, sodass es eine absolute Planungssicherheit gibt. Es gibt keine Blackboxen, wo man irgendwo reinfallen kann. Auch das Thema Azure Consumption, was manchmal aufkommt, von wegen es ist etwas undurchsichtig, können wir sehr genau prognostizieren. Ich würde sagen, das war's von uns. Ich bedanke mich bei Raphael und bei Sven und darf dann erstmal in die Pause gehen.